Ey, ja, das ist das erste Video bei Bernhard von meiner neuen Kamera, ja. Ich habe noch gar nichts eingestellt, ja. Ich sehe mich erstens, ja, das ist wunderbar. Es ist zu dunkel noch alles und ich weiß gerade nicht, wie die Qualität ist, aber ist mir egal. Oh, ich habe sogar eine Uhr. Ich sehe, wie lange ich aufnehme. Ist der absolute Wahnsinn, ja. Aber egal, wir haben 14:06 Uhr, den 11.07.2018. Es ist Mittwoch. Und mein YouTube-Kanal Berner TV 1355 Abonnenten und 237.000 noch was Klicks, liebe Leute. Ja, in der heutigen Folge geht es um Eintracht Frankfurt, ja, weil es gibt News, liebe Menschen und Eintracht-Fans, ja, es gibt News und zwar, ich muss das gerade selber hier, damit ich. Der Edersee verliert jeden Tag 2 Milliarden Liter Wasser. Jeden Tag. Wie verliert man denn jeden Tag 2 Milliarden Liter Wasser? Ist das bedeutet, verdammt Scheiße. Aber wir wollten jetzt keine geografische Dings hier machen, ja. Das erste, was ich sehe, ja, das erste, was ich hier sehe, ist, der liebe Herr Ohlig soll mal schön sein Maul halten, ja, und weniger über Eintracht-Spieler und Bayern München reden, als mir lieb ist, verdammte Scheiße, ja. So, aber egal. Es gibt hier eine News von Eintracht Frankfurt, ja. Heute, was haben wir denn nicht alles schon gelesen hier? Bericht, ja. So. Da. Eintracht Frankfurt vor Plazenta-Verpflichtung. Pazienza. Ja, Hacienda. Pazienza, ja. Vor Pazienza-Verpflichtung, ja, von FC Porto, der Gonzalo. Mir wäre natürlich lieber, wenn sie einen anderen Gonzalo verpflichtet hätten, ja, so ein Higuain und sowas. Aber Pazienza vom FC Porto, ja, es steht Eintracht Frankfurt ja kurz vor der Verpflichtung. Anscheinend, es scheint schon alles rund zu laufen. Medizincheck unter Vorbehalt. Im Normalfall sollte das durch sein. 23 Jahre alt sehe ich hier und 3 Millionen, ich wollte Milliarden sagen, ist ja gut. Ja. Ablöse, liebe Leute, ein Stürmer, ja. Ja, was sagen wir denn dazu, zu dieser Verpflichtung? Ja, es war ja wohl klar, dass ein Stürmer kommen musste. Wir haben Dreifachbelastung dieses Jahr. Jovic und Haller mit den beiden könnte sich eigentlich jeder Bundesligist glücklich schätzen, in eine Saison gehen zu dürfen, zu können. Aber natürlich ist es recht mau, gerade wenn man bedenkt, dass die nächste Alternative da vorne, wir zählen jetzt mal Rebic nicht zu den Stürmern, ja, die nächste Alternative da vorne Hirgota heißt. Ja, also. Ja, da muss jemand weg von der Gehaltsliste, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich bin froh, dass wir jetzt einen neuen Stürmer, so sieht es ja aus, haben. Habe dann durch meine unglaubliche aufwendige Recherchearbeit, ja, die ich gerade, als ich mein Frühstück mich davon verabschiedet habe auf Toilette. Also nicht bulimiemäßig, das normale Kacker machen, ja. Habe ich dann, das ist das Schöne an Smartphones, ja. Dann ist das Kacken nicht mal langweilig, ja. Habe ich mich ja ausgiebig im Internet rumgetrieben und, aber nicht so wie ein böses Mädchen, sondern wie ein Sportreporter das auch tut heutzutage, ja. Und habe mir alle Berichte von dem durchgelesen, habe mir irgendein Video von dem angeguckt, ja. Das sieht ja alles natürlich sehr schön aus. Diese Sportvideos, die diese Menschen für diese Sportler zusammenschneiden, heutzutage, die sehen ja eigentlich alle gut aus, ja. Aber das wissen wir ja schon spätestens seit Kajo, ja. Und das hat nichts zu bedeuten. Aber natürlich siehst du an einem Sportvideo schon, was ein Spieler kann, ja. Wenn einer unglaublich stark dribbeln kann mit dem Ball, ja, dann ist es doch egal, ob er gerade gegen 8. Liga aus Portugal spielt oder gegen Real Madrid, ja. Es zeigt ja, was er am Ball kann, ja. Dass er dann natürlich jeden zweiten da umdribbelt, das ist dann natürlich eventuell der Qualität der Liga oder der Gegenspieler geschuldet, ja. Wobei jetzt die portugiesische Liga jetzt nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste ist, so, ja. Aber ich komme ja nicht von irgendwo jetzt mit auf dieses Dribbeln, denn das Dribbeln, das scheint der gute Herr drauf zu haben, wenn man sich das Video mal zu Gemüte führt. Das ist, ja.
Der und der Ball haben sich lieb, ja. Ich war so jemand, ich und der Ball wurden nie Freunde, ja. Bei mir ging es immer darum, so, komm nicht zu mir, weil wenn du bei mir bist, schieße ich dich ganz schnell weg, ja. Und ganz weit, ja. Das war immer meine Aufgabe, ja. Und, aber er ist anscheinend ein sehr guter Freund des Balles, das macht er gut. Stürmer, natürlich ist gar kein Aussagewert, was er da wirklich vorne da, weil in dem Video, das geht dann so ein paar Minuten, sind natürlich seine ganzen Törchen aneinander gereiht und dann denkt man sich, oh, voller Goalgetter, wer weiß, ob er 20 Jahre für diese Tore gebraucht hat, ja. Und das die einzigen Highlights waren, die haben ja nicht zusammengeschnitten, wie oft er daneben geschossen hat und so. Das siehst du in keinem Video, ja. Es wäre aber mal lustig, wenn man so die Wahrheit einfach machen würde, ja, diese ungeschminkte Wahrheit, einfach nur alle, so auch, also einfach nur die schlechten Szenen eines Spielers zusammen, sondern das wäre auch lustig, aber egal. Nichtsdestotrotz, tja, Talent kann man dem nicht abschreiben, wobei mit 23 Jahren, also ich nenne ihn nicht Talent, ich sage, er hat Talent, das kann man ihm nicht absprechen, ja, und ja, das ein oder andere Tor hat er schon geschossen, er kann mit dem Ball umgehen, er hat auch, er spielt auch gute Pässe, aber kann man aus dem Video herausnehmen, ob der jetzt wirklich schnell und dynamisch ist. Er hat einen guten Antritt, das hat man glaube ich schon gesehen. Aus dem Stand heraus umdribbelt er ein, zwei Spieler und dann ist er weg. Durchsetzungsvermögen, sagen wir es mal so, das kann ich ihm auch attestieren mit meinen professionellen Sportjournalisten-Ausbildung, die ich beim Mossad und der CIA genossen habe. Ja. Kann ich ihm auf jeden Fall attestieren. Und ja, zur Schnelligkeit an sich weiß ich erstmal jetzt wenig. Vielleicht weiß es ja jemand, kann hier unter das Video schreiben. Ja. Was sagen wir jetzt zu dieser bevorstehenden Verpflichtung? Ich finde das stark. Ich finde das sehr stark, ja. Und jetzt, bevor wieder, es gibt ja, wie sagt man, ja, Bernhard TV, das gerade was Eintracht angeht, entwickelt sich ja hier so ein wenig politisch. Ja, es gibt die eine Ecke, es gibt die andere Ecke, ja. Und jetzt nicht rechts und links, aber es gibt halt, ja. Gruppierungen und Fraktionen, ja, die einiges befürworten, was passiert. Dann gibt es halt Gruppierungen und Fraktionen und Splittergruppen, die das nicht befürworten und sowas. Und was heißt musste, haben wir mir auch schon mal hier irgendwo was angelesen, sprich, dass ich ja sowieso alles befürworten würde, blibla blub, was hier verpflichtet wird und was sagt man denn dazu? Ja. Wenn mir etwas nicht passt, liebe Menschen, die dieser Meinung sind, ja, wenn mir etwas nicht passt, ja, was meiner Meinung nach, oh, ich könnte hier eigentlich mal was trinken, wenn wir auch schon Werbung für Cola Zero machen, ja, wo ist mein Geld, Cola, ja, wenn mir was nicht passt bei der Eintracht, ja, bin ich in der Position hier als, ich bin ja aufgestiegen, ja, ich bin jetzt aufgestiegen, ich bin jetzt dritter Hauptverantwortlicher für die Mannschaft und sowas, ja, als dritter Trainer von Eintracht Frankfurt. Habe ich natürlich auch das Recht, das hier anzusprechen und Luft abzulassen, ja. Andere Menschen haben natürlich auch das Recht, sich zu allem zu äußern, was sie möchten. Aber manchmal denke ich mir einfach so, halt einfach deine Fresse, ja. Das werde ich dir jetzt so nicht sagen, ja. Aber ich darf mir auch denken, was ich möchte und denke ich mir das halt manchmal, ja. Jeder darf sich denken, was ihr möchtet, ja. Nichtsdestotrotz geht es hier doch einfach um die Mannschaft Eintracht Frankfurt, um einen Verein, ja, um das hier geht es, ja, um das hier geht es, ja, so. Das ist so geil, ich sehe mich einfach und ich weiß jetzt einfach, dass das im Bild ist, es ist so gut einfach, ja, so, und darum geht es. Und am Ende des Tages, ja, am Ende des Tages ist das der größte Bullshit, sich jetzt schon darüber so ein Theater und so ein Fass aufzumachen. Scheiße, Mann, ich muss gleich weg. Verdammte Scheiße, ey. Ich hab voll vergessen, ich habe um 3 Uhr ein Fotoshooting, es ist Viertel nach 2, ich fange jetzt eine Sendung an. Okay, ich versuche mich zu beeilen. Ich bin ein Spaß einfach nur, aber es regnet, gell? Wieso? Weißt du, wie aufgehört? Ich muss nach Sachsenhausen, ich muss mich beeilen. Also, ja, es ist der größte Bullshit einfach. Wir haben den 11. September, 11. September, ja, den 11. Juli und es ist 14:15 mittlerweile, falls ihr es vergessen habt, ja. Und was ich sagen will, wir haben mitten in der WM, also jetzt eigentlich schon fast am Ende, ja. Wir haben noch das erste Ligaspiel, ja, Supercup,
Den nimmt doch niemand ernst. Ja, es ist schön, natürlich schön, es ist super Geld, was dazu kommt. Wir dürfen in den Genuss kommen, Eintracht Frankfurt mal frühzeitig in der Saison spielen und zu sehen. So, wir lieben ja Eintracht Frankfurt-Spiele und jedes Spiel mehr, das wir uns zu Gemüte führen können, gerade noch so im Fernsehen, ist doch ein tolles Spiel. Ja? Und alles schön und gut, aber ganz ehrlich, den Supercup, den nimmt niemand ernst. So, weil ich gewonnen, gewinnen, verlieren, so, ja. Na gut, dann geht's DFB-Pokal los. Die erste Runde DFB-Pokal ist aber so spannend wie, ich weiß nicht, sich die Fußnägel zu schneiden am Sonntagabend, ja. So. Und dann geht die Bundesliga los. Das heißt, die Bundesliga geht dieses Jahr Ende August los, ja. So, 24, 25, glaube ich, ja. Ey, das sind jetzt noch 7 Wochen. 7 Wochen? Oh. Es ist noch lange Zeit, ja. Aber ey, 7 Wochen, ja. Und sich jetzt, diesen Tenor habe ich ja schon vernommen hier, ja. Nicht nur hier bei Berner TV, auch bei meinen Recherchen, professionellen Recherchen, die ich so betrieben habe, auf anderen Eintracht-Plattformen, ja, ist man ja, gibt es nicht immer. Manche Menschen sind auch, ja. Hat man manchmal das Gefühl, ja, die denken auch manchmal nach, was sie so von sich geben, ja. Aber es gibt auch die Meinung, ja, ey, was soll das, ja? Wir haben 7 Wochen vor Saisonbeginn und Eintracht Frankfurt verpflichtet einen unbekannten Spieler nach dem anderen, ja. Wo sind denn die Superstars? Wo sind denn die bekannten Namen, die wir da verpflichten, ja? Und da sind Menschen sehr, sehr, teilweise sogar sehr böse, ja, rasten aus, fangen an, sich da gegenseitig zu beleidigen und zu diskutieren und verbreiten ihren Hass gegenüber unserer sportlichen Leitung, möchten unserer sportlichen Leitung Unfähigkeit attestieren und blieb, bla, blub, was nicht alles, ja? Ah, harter Tobak, harter Tobak. Da denke ich mir doch, wie kann man Spieler, die man nicht kennt, gerade nur weil man sie nicht kennt, ja, den Ausnahmezustand bei einem Verein ausrufen, vom Abstieg und Weltuntergang sprechen, nur weil die Mannschaft, weil, ja, es ist halt wie es ist, bis jetzt 4 Leistungsträger weg sind. Es wird definitiv noch ja, einer dazukommen in ein paar Tagen, wenn die WM vorbei ist. Ja, das steht ja außer Frage, ja. Dann werden neue Spieler verpflichtet und Ey Leute, ich sag euch, kauft euch nicht dieses Scheiß-Shirt. Das ist so widerlich. Ich habe noch nie so ein hässliches Shirt gesehen. Was soll das jetzt mit dem Finger? Kaufen Sie nicht bei Bulbul Family. Ich verstehe halt diese Geisteshaltung nicht, diese Spieler direkt als unfähig abzustempeln, was man einfach zweifelsfrei macht, ja, auch so, nur weil man sie nicht kennt, nur weil es keine Stars sind. Und man hat diese Spieler, man hat ja noch nie von denen gehört. Das geben die Leute ja zu. Das ist ja der Grund, warum die sich aufregen. Die haben nie von denen gehört, ja. Die können nix, werden absteigen, die sind alle zu jung, die sind dies, die sind das, die sind bloß, ja. Das geht nicht in meinen Kopf rein, ja. Wie sollen sich denn diese Spieler fühlen, ja? Ich meine, klar, der Großteil der Menschen hier ist Gott sei Dank, ja, vernünftiger eingestellt, was das angeht, ja. Das sind Spieler von Eintracht Frankfurt, das ist deine Mannschaft, verdammte Scheiße, ja. Es ist dein Verein, das ist im Normalfall deine Stadt, dein Verein, deine Mannschaft, ja. Und du musst die unterstützen und du musst diese Spieler hier aufnehmen und du musst die pushen und unterstützen und lieben und nach vorne bringen und alles dafür tun, dass deine Mannschaft erfolgreich wird. Und deine Mannschaft kann nicht erfolgreich sein, wenn die Spieler, ja, gut, wenn die Spieler scheiße sind, geht es natürlich auch nicht. Aber wenn die Spieler, du weißt ja nicht, wie die Spieler sind, ja. Wenn die Spieler nicht die volle Unterstützung der Fans bekommen, kann eine Mannschaft nicht, nicht erfolgreich sein. Es ist einfach so, ja. Und dann direkt so ein Tohuwabohu hier zu veranstalten, wo man einen Spieler nicht kennt, ja. Und direkt das Schlimmste vom Schlimmsten hier anzunehmen. Das ist doch ein Witz, ja. Und diese Menschen, die machen sich das auch ziemlich einfach. Alles Scheiße reden, ja, was passiert bei Eintracht Frankfurt? Die gibt's sowieso bei jeder Mannschaft, ja? Wir reden hier von Eintracht Frankfurt, ja? Alles Scheiße reden, was passiert, und wenn es dann 3, 4 Spiele nicht läuft, was ja, ey, wir haben einen neuen Trainer, wir haben eine neue Mannschaft, ja, und wir haben ein neues Spielsystem, ja, Dreifachbelastung, alles, ja, ist,
Das ist doch das Normalste auf der Welt, dass dann, dass du da nicht durchmarschierst wie Lautern damals im glorreichen Jahr, ja. Und das kann immer was. Wir hatten doch auch unter Kovac, gebt euch mal die erste Rückrunde unter Kovac her und dann, also, das, ja. Und man hat gesehen, zu was da noch alles der Herr imstande war zu leisten, ja. Und auch der ja, unrühmliche Abgang und dann der Einbruch, auch letzte Rückrunde war nicht super. Aber ging ja noch glimpflich und wunderbar eigentlich aus für uns, ja. So. Und natürlich ist auch klar, dass auch diese Saison dann irgendwie was da passiert. Ey, seht ihr, ich rede schon 14,5 Minuten und die Kamera läuft einfach. Es ist geil. Und und dann wird irgendwo werden mal ein paar Spiele verloren gegangen, gerade wenn ich mir das Auftaktprogramm angucke, ja. Ach so, das von Darmstadt, das interessiert mich gerade wenig. Das Auftaktprogramm von Darmstadt, ja. Ich bin hier bei Hessentext, ja. Die ersten zwei Spiele sind ja relativ cool, aber dann kommen direkt 3-4 Kracher und er kann direkt was passieren, ja. Und diese Menschen, die jetzt immer alle schlecht reden und dann kaum passiert was, ich hab's euch doch gesagt, das sind diese Menschen, ja. Es tut mir sehr leid, ja, aber anscheinend haben diese Menschen im Leben. Fehlt es denen an was, so an dieser, ich weiß nicht, an Aufmerksamkeit, ja? Weil es ist doch das Einzige, was man hier suchen. Diese Bestätigung, ja? Man geht den Weg des leichtesten Widerstandes, ja? Wo man die größtmögliche Bestätigung kriegt, ja? Anstatt zu sagen, ey, es ist doch meine Mannschaft. Ich will doch, dass die erfolgreich spielen. Ich will doch positiv denken. Ich will doch alles Mögliche, was ich als Fan tun kann, dass alles super wird, dass alles geil wird und wir erfolgreich sind und schön Fußball sehen und hin und her, ja. Nein, das ist ja, weil das, da müsste man ja was tun. Da muss ja die Mannschaft erfolgreich sein. Das ist ja schwieriger, ja, als einfach zu sagen, ey, alles ist scheiße. Und dann wartet man, oh, hoffentlich passiert, ich hab's euch doch gesagt, das ist scheiße, wir haben verloren, der kann das nicht, wir haben einen Scheißspieler geholt, ja, es ist doch normal, ja, aber wenn es dann mal gut läuft, diese Menschen, entweder du siehst die nicht mehr, die hören ja nicht auf zu existieren wie in Avengers, ja, ich hab das im Film gar nicht verstanden, erstmal, dass die alle weg waren, erst später hab ich verstanden, ja, so, und die sind einfach weg aus dem Internet, ja, und kommen aber direkt in der Sekunde, wo es scheiße läuft bei dir, das ist normal, ja, oder, ich hab doch nie, das ist doch normal, ja, deswegen, wie gesagt, jeder kann hier seine Einstellung haben, wie er möchte und hin und her, so, aber worauf ich, das will ich erstmal, das gefällt mir gar nicht, diese Einstellung, gut, aber das steht eben frei, selber, zu handhaben, wie er möchte, und, das andere Ding ist, warum, man wird ja gesagt, ich bin immer zufrieden mit den Neuzugängen, ja? Was ist immer? Wir haben, es ist ja nicht so, wir hätten 20 Neuzugänge. Wir haben jetzt 4, 5 neue Spieler. So. Gut, Wiedwald ist ein alter Bekannter, das ist Luxus, dass wir da zwei so Top-Torwärter haben. Das erinnert an die Zeit von Trapp und Lindner. Ja, ich vergesse, wie er hieß. So, das war auch super. Lindner war gar nicht da, als Trapp da war. Kann das sein? Wir hatten noch Trapp und Wiedwald. Lindner kam bei Radetzky. Ich bin, egal. Ich war voll früh aufgewacht. Ey, ist es ja auch egal, ja? So, was ich sagen will, ist, diese Menschen, die sich Stars wünschen, die sich Superspieler wünschen, Spieler mit Namen, hin und her, ja? Ihr habt zwei Dinge nicht verstanden. Ihr habt zwei Dinge nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie man das sonst noch erklären kann, ja? Zum Ersten, ihr habt Scouting nicht verstanden. Ihr habt Scouting nicht verstanden, ja. Ohne eine funktionierende und eine gute Scouting-Abteilung würde keine Mannschaft der Welt funktionieren, ja. Weil du kannst als Mannschaft dauerhaft nicht, also, man muss jetzt auch differenzieren, nicht überleben ohne ein gutes Scouting. Ja? Es gibt die Mannschaften, die sich über die Jahre hinweg halt ein Standing aufgebaut haben, die Elite-Clubs, jeder weiß, wovon ich rede, ja, die haben genügend Budget und Kapital, um auch dauerhaft sich jede Saison einfach die Stars einzukaufen, so. Das geht, weil die halt über die letzten 20 Jahre das sich erwirtschaftet haben, ja. Aber das ist pro Liga, gut, die Englische Liga ist eine Ausnahme, die haben halt 4, 5, 6 gute Mannschaften, die haben generell mehr Geld und alles, ja. Aber pro Liga ist es so im Schnitt, sind es so 2, 3 Mannschaften, die das vielleicht können.
aber eine Liga besteht aus 18 bis 20, 22 Mannschaften, ja? Und die anderen können das nicht. So. Klar gibt es in manchen Ländern mehr TV-Geld, weniger und andere Einnahmequellen, wie auch immer. Aber am Ende des Tages sind diese Mannschaften nicht in der Lage, einfach zu überleben, dass sie sich jede Saison sagen, ey, wir brauchen, scheiß mal auf die Kinder, auf die Jugend, wir kaufen uns immer die etablierte Spieler, Stars oder drei Etagen unter Stars. Ja, irgendwie so, ja, er hat seine Tauglichkeit in der Liga bewiesen. Pff, sagt man ja immer so, wenn er gerade so okay ist, ja. So, ja, das gibt es nicht ohne eine Scouting-Abteilung. Scouting ist die Zukunft, ja. Scouting ist die Zukunft für Mannschaften, die nicht jedes Jahr um die Champions League Meisterschaft mitspielen, ja. Und selbst diese Teams betreiben ja ein Hardcore-Scouting, ja, weil das geht einfach nicht ohne. Die könnten ohne, aber selbst die machen es nicht, ja. Und dass so Menschen hier einfach, ja, wir holen keine Stars, wir holen nicht diese, wir haben doch Geld, wir haben doch dies, so, ja. Ey, Eintracht Frankfurt, muss man einfach sagen, hatte vor der Zeit von Bobic, kein gutes Scouting, muss man einfach sagen, ja. Da, so, seit Bobic da ist, mit seinem Netzwerk an Spionen und Ben Mangas, ja, nicht Ben Mangas, Ben Mangas Netzwerk, meine ich, ja, mit Spionen, ja, so, hat sich unser Scouting unglaublich stark verbessert. Es war das Beste, was man machen kann, in die Zukunft zu investieren, um seine Scouts zu verbessern, dass die bessere Talente holen, dass wir diese Talente, dass die uns stärker machen und wir dann wirtschaftlich von denen profitieren. Ganz einfach, ja. Jetzt haben wir, erst vor ein paar Monaten, haben wir doch eine wunderbare junge Dame eingestellt. So jung ist sie, glaube ich, gar nicht mehr. Ob sie wunderbar, weiß ich auch nicht. Aber was ich sicher weiß, ist, sie ist eine Dame, ja. Und ich habe gerade den Namen vergessen. Aber sie ist, glaube ich, auch Portugiesin und sie konzentriert sich auf den portugiesischen Raum. Es wäre doch jetzt ein Armutszeugnis, wenn genau jetzt keine Spieler aus Portugal, läuft es noch, ja? Es läuft unglaublich, ich bin das gar nicht gewohnt, ja, 20 Minuten habe ich und es läuft, ja. Wenn jetzt keine Spieler aus Portugal, ich muss mich aber beeilen, weil die Speicherkarte ist nicht so groß, scheiße, ja. Es wäre doch jetzt eine Schande, wenn keine Spieler aus Portugal kommen würden, ja. Wenn wir sie umsonst eingestellt hätten, ne, das wäre doch, dann ist sie entweder schlecht oder diese Ausrede, ja, es gab gerade keinen Spieler, der gut ist, so, ja. Aber sie hat den unseren wahrscheinlich jetzt Neuzugang, Pazienza, ich werde es mir nie merken, ja. Pazienza und man munkelt ja, dieser Chico Geraldes, ist ja auch, also wir beschäftigen uns mit ihm und irgendwo habe ich gelesen, er soll angeblich auch schon an der Kappa in Frankfurt sein, ja. Dies ist jetzt nur so, ja. So, ja, es wäre doch peinlich, wenn nichts kommen würde, aber nein, die hat geliefert und dafür ist sie doch da, ja, genauso wie, ob sie jetzt was mit Toro zu tun hat, weiß ich nicht, aber da hat Ben Manga seine Finger im Spiel, ja, er ist mit den Dings, und genauso ist es mit jedem anderen jungen Spieler, den ihr vielleicht nicht kennt, ja, aber dafür ist doch ein Scouting da, dafür werden die doch bezahlt, damit die guten Spieler holen, nur weil ihr die nicht kennt, ja, holt ihr rum, wir haben keine Stars, wir haben keine guten Spieler, wir haben nur junge Spieler, ja, okay, dass Spieler relativ jung sind, ja, wobei man auch sagen muss, dass heute im Profisport 18, ja, was der Ndicka ist, ja, ist doch 18 oder sowas, ja, das ist jung, das ist noch okay, ja, aber in der heutigen Zeit, wo die Jungen immer schneller, die meisten Mannschaften die U21, U23 abgemeldet haben und die U19 nur noch haben und die Spieler von heute, die 18 sind, das ist so wie früher, das 23, 25. So, ja, die sind viel weiter entwickelt und geschult und bla, 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 ja. Und wenn du mit 23 heute 22 Spieler, die sind nicht mehr jung. Ja, also so in der Allgemeinwelt, ja. Aber im Sport, im Leistungssport, Fußball, Bundesliga ist es nicht mehr jung. Die haben da schon alles hinter sich, ja. Also, ihr wisst, was ich meine, ja. Aber dennoch, ja, und dann gebe ich euch recht, wenn ihr sagt, wir haben zu viele übertrieben junge Spieler geholt, was ich geil finde, ja, weil das sind die Spieler mit Potenzial für die Zukunft und mit den richtigen Verträgen, das muss man ja in Frankfurt auch einhaken, ja, aber mit den richtigen Verträgen, 5 Jahre und dies und das, kann man auch wirtschaftlich davon in Zukunft profitieren, sportlich gehe ich davon aus, sowieso wirtschaftlich auch, eines Tages und so. Nun hat man mit Müller einen erfahrenen Spieler geholt für die Außenbahn, da habe ich auch bei dem Transfer gesagt, das ist ein super Spieler, aber ich würde mir sehr gerne wünschen, dass wir da dennoch ein Update haben auf der Position, ja. Also nur mit Müller in die Saison zu gehen, das wäre für mich ein No-Go, ja, aber da bin ich, da kommt ja noch was, ja. Gut, bisschen Erfahrung kann man sich noch reinholen. Ein Leader-Typ wie Boateng, die wachsen noch nicht auf den Bäumen, ja. Da,
der ist meiner Meinung nach noch nicht da. Aber das kann ich auch nicht beurteilen, weil ich die neuen Spieler nicht kenne. Aber so, was ich so kenne und weiß, ist, so ein Boateng fehlt uns noch. Ja? Nicht von seiner... Er war ein super Spieler, spielerisch auch, top, torgefährlich, alles auch immer gut und hat den Laden da zusammengehalten. Ja, aber das war das Wichtige, dass er den Laden zusammengehalten hat. Ja? Von, dass er die 5 Tore oder 6 Tore da gemacht hat in der Saison. Und ja, das kannst du ersetzen, ja. Auch ein Spieler, der kämpft und auch mit dem Ball so gut umgeht und das kannst du ersetzen. Aber diesen Leader, diesen auf den Tisch hauen, ein Team zusammenhalten, auch wenn du 3-0 hinten liegst, sagen, komm, wir schießen den noch 8 Tore rein, ja. Das brauchst du. Und da müssen wir noch schauen, ja. Ich weiß auch nicht, ob sowas jemand, ob überhaupt jemand so kommt, ja. Aber egal. Was ich sagen will, ist, ey, ihr dummen Menschen, ja. Es regt euch jetzt nicht auf, dass ich euch dumm nenne. Das ist jetzt ein Laberfluss. Ihr seid nicht dumm, ja. Ich sag einfach, ich nenne irgendwelche Wörter jetzt, ja. Regt euch nicht darüber auf. So, das ist doch genau das, wie es sein muss, ja. Gute Scouting-Abteilung, gute Spieler. Wenn ihr die kennen würdet, ja, wenn ihr die kennen würdet, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wenn ihr die kennen würdet, dann würden wir die gar nicht kriegen können, ja. Weil, das ist der nächste Punkt. Alle heulen hier rum. Wir haben doch so viel Geld. Warum kommen keine Stars und Spieler, die wir kennen und sowas, ja. So, Punkt, ja. Jetzt will ich einen von euch sehen. Ich will, dass ihr jetzt unter das Video, also nur die Menschen, die ja dieser Meinung sind, ja, ich möchte, dass ihr gerne unter dieses Video schreibt, wen ihr denn holen würdet, ja. Ich möchte nur wissen, was in eurem Kopf vorgeht, welchen Spieler auf der ganzen Welt ihr holen wollt, ja, als Star. Ich will erstmal sehen, was ihr als Star versteht, ja, und dann will ich erstmal sehen, wen ihr holen würdet tatsächlich, ja, und dann, wenn ihr euch selber darüber beschäftigt, ja, werdet ihr selber verstehen, das ist nicht machbar ist für Eintracht Frankfurt. Wen soll Eintracht Frankfurt denn holen? Den, ja? Nennt mir doch diese Spieler, ja? Dann ich, entweder sind diese Spieler bei, dann diesen Top-Mannschaften, die, wo ein Spieler dumm wäre, wegzugehen, ja? Oder, der ist woanders, vielleicht in einem, in der anderen Liga, in einem gleichwertigen Team wie Eintracht Frankfurt, aber verdient in der anderen Liga, viel mehr Geld als bei Eintracht Frankfurt, ja. Oder die wollen gar nicht nach Deutschland oder so. Wie auch immer, ja. Was ich sagen will ist, zeigt mir diese Spieler, ja. Und dann wollen wir mal gucken, was die überhaupt kosten würden, wie lange die noch Vertrag haben, was die kosten würden, ja. Was die hier verdienen wollen würden, ja. Und dann können wir uns ja darüber unterhalten, ob das überhaupt machbar ist für Eintracht Frankfurt, ja. Weil wenn es machbar wäre, ja, Bobic und Hübner und Manga und die sind doch nicht auf den Kopf gefallen. Dann würden die das doch machen, ja. Wenn keiner kommt, dann ist es doch nicht, weil die sagen, nein, wir wollen keine etablierten, guten Spieler, die uns weiterbringen. Wacht doch mal endlich auf, ja. Ich verstehe das. Alle Rasten regen sich doch auf, alle, ja. Ich möchte so gerne mal diese Menschen, alle diese Menschen mal in der Position von Bobic sehen, ja. Dass alle reden, aber dann, wenn die wirklich nur eine Summe haben, sei es von mir aus 100 Millionen, ja, scheißegal die Summe, dass die diese Summe haben und dann wirklich in der Verantwortung sein müssen, die Spieler zu holen, die funktionieren müssen, einen Plan B zu haben, zu entwickeln und dies und das und dann, eine Ablöse heißt doch nicht gleich, dass eine Ablöse heißt, du zahlst 10 Millionen an Spieler. Ja, damit ist es doch nicht getan. Der Spieler kommt und will dann noch 3 Millionen verdienen. Und dann hast du ihm 5-Jahres-Vertrag gegeben und dann zahlst du ihm noch 15 Millionen Gehalt und die 10 Millionen Ablöse. Und wer weiß, vielleicht noch 1 Million Handgeld, ja, bist du bei 26 Millionen. Und das ist, was ein Spieler kostet, ja. 10 Millionen. Was kriegst du heutzutage für 10 Millionen? An gestandenen Profispieler, was ihr euch alle wünscht, ja. Das... Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Das ist ja noch gar nichts, 10 Millionen, ja. Andere Mannschaften, jetzt gebt euch mal so einen Standardspieler, was so diese ganzen großen Vereine sich geben. 20 Millionen ist doch für so einen Verein nichts, ja. Die zahlen, sogar deutsche Vereine haben schon oft genug 20 Millionen gezahlt, ja. Zahlen 20 Millionen für einen Spieler, der Spieler will auch 5 Millionen im Jahr verdienen. Kriegt dann schön, 4-Jahres-Vertrag. Die zahlen 20 Millionen Gehalt, 20 Millionen Ablöse und noch schönes Handgeld. Da hast du einen Spieler mit 43 Millionen, 45 Millionen, was das nicht kostet, ja. Und was bringt dann Eintracht Frankfurt da die 30, 40 Millionen, die wir haben, um in Spieler zu investieren? Und was bringt uns sogar noch eine 50 Millionen Ablöse für Rebic, ja? Gar nichts. Ja? Wenn man so denkt. Aber wenn man es schlau macht, so wie Bobic, der holt sich die
starke Spieler, der wird ja auch nicht einfach nur, weil ein Scout gesagt hat, kaufen, dann wird er ihn kaufen. Ja, der wird noch schön hier geguckt, ist es auch so, bla, bla, beobachtet hin und her, ja, so. Und dann holt man sich halt die Supertalente für, der Vorteil ist bei diesen Spielern, ey, die sind halt noch nicht die Stars, die wollen sie ja werden, kommen zu Eintracht Frankfurt, weil Eintracht Frankfurt ja super ist, was das angeht, um die Spieler weiterzuentwickeln, kommen zu uns, ja, wir zahlen vielleicht, jetzt haben wir für den Dicker 6 Millionen gezahlt, was sind denn 6 Millionen? Wenn er einschlägt, bam, geht er für 30, 40, ja, also rein wirtschaftlich wird das 100% meiner Meinung nach ein super Geschäft werden, ja, sportlich sowieso, und du holst halt hier einen Spieler für 3 Millionen, da für 4 Millionen, da für 6 Millionen, da für 6 Millionen, das sind doch keine Summen heutzutage, ja, damit wirtschaftest du aber gut mit deinem, was weiß ich, Geld, was du hast, 30, 40 Millionen zum Ausgeben, plus diese Spieler, die du holst, die spielen hier noch für, weil das keine Stars sind, weil die noch nie irgendwo anders da überzeugt haben oder was, kommen die her, um sich weiterzuentwickeln, spielen hier aber noch für, ach, lass mich nicht lügen, bestimmt unter 1 Million, ja, vielleicht der ein oder andere, vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, So um den Dreh, ja, das ist alles machbar. Und das Gesamtpaket dann ist dann super. Dann zahlst du für einen Spieler vielleicht 5 Millionen Ablöse, aber für einen 5-Jahres-Vertrag zahlst du ihm nochmal vielleicht, wenn es hochkommt, 5 Millionen, dann hast du einen Spieler 5 Jahre für 10 Millionen. Und wenn du den verkaufst, machst du 30 Millionen und bam, hast du ein gutes Geschäft gemacht. Und das machst du mit den Supertalenten. Ich möchte gar nicht Talente sagen, ja, weil mit 22, 23 ist man schon aus dem Talentalter raus, ja. Und jetzt können natürlich die Leute kommen nach dem Motto, ja, aber wenn wir den Spieler haben, warum ist dem kein anderer aufgefallen? Vielleicht sind die ja, sind die ja gar nicht so gut, warum will die sonst niemand haben und sowas so, ja. Das sind für mich keine Argumente. Ey, es gibt, alleine in Deutschland gibt es 8 in der ersten Liga, wohlgemerkt nur, 18 Mannschaften und alle haben ihre Scoutings weltweit, ja. Und das, die kämpfen untereinander, ja. Und vielleicht hat dem Spieler, wurde dem nicht die Perspektive geboten oder dem nur gesagt, du wirst die Bank geholt oder nur das und dann ist einfach gekommen und hat einfach dem das bessere Angebot gemacht. Genauso wie viele Spieler uns weggeschnappt wurden. So ist es einfach. Wir haben sie bekommen, andere nicht. Holt nicht rum. So ist es ja. Wir sind einfach, wir sind die Besten. Das werden die Spieler auch merken, ja. Und die weggegangen sind, ich wünsche diese Saison wünsche ich keinem Abgang von uns irgendwas Schlechtes. Ja? Was heißt Schlechtes, ja? Ich wünsche Nico Kovac nichts Schlechtes, um Gottes Willen, aber ich habe es angekündigt, ja, nicht gegen ihn, aber gegen Bayern München, ja, gegen Bayern München. Ich werde jeden Punktverlust von Bayern München feiern, als hätte Eintracht die Meisterschaft gewonnen, ja. Das steht fest, diese Saison. Ansonsten, kein Spieler irgendwie böses Blut, ich wünsche allen Glück, wo sie überall hingegangen sind. Aber die Vergangenheit hat bewiesen, dass Spieler am besten, wenn sie in Frankfurt funktioniert haben, warum auch immer nur in Frankfurt funktioniert haben, ja? Ja, können wir uns ja mal überraschen, ob das mit den ganzen Abgängen auch so wird, ja? So, lange geredet und ich sehe sogar, wie lange ich geredet habe. 32 Minuten und 15 Sekunden. Wahnsinn! Ja, wie schnell ist sie? Ich habe vergessen, dass ich weg muss, verdammte Scheiße. Okay, ey, Leute. Scheiße, ich muss mal gerade abchecken. Kacke, ey, ich muss jetzt wirklich weg. Ich muss noch meinen Hund füttern. Ey, wir machen jetzt mal Stopp hier. Was heißt Stopp? Also das hier fertig. Ich hätte das Video. Wahrscheinlich, ey, ich muss jetzt weg. Ich werde den ganzen Tag unterwegs sein. Wahrscheinlich wird im Verlauf dessen die Verpflichtung bekannt gegeben. Bla, bla, bla. Ich weiß, ihr seht das eh nur im Video, ja. Das Video kommt. Das bringt nichts, wenn ich euch sage, ihr seht es ja eh. Das ist live im Video. Das Video kommt, es kommt, ja. Was soll ich sagen? Kriegt euch nicht auf, ja, wirklich nicht, es macht doch gar keinen Sinn, euch jetzt schon aufzuregen, ja, wenn, ihr könnt euch von mir aus Mitte der Hinrunde aufregen, wenn gar nichts läuft und die Spieler alle gespielt haben, die geholt wurden und alle versagt haben, gnadenlos, dann könnt ihr von mir aus euch aufregen, aber jetzt sich darüber zu beschweren, dass die Mannschaft schlecht zusammengestellt wird, obwohl ihr keinen dieser Spieler kennt und gerade, weil ihr keinen dieser Spieler kennt, das ist einfach rational, blöd, ja, und sich zu beschweren, oder nein, es ist richtig, es ist natürlich richtig, dass man, wenn man sich 5, 6 Stars oder gestandene Profis holt in die Mannschaft, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man eventuell besser abschneidet, ja, aber wie ich euch erklärt habe, ist das unmöglich, diese ich möchte erstmal die Namen wissen, oder ist für mich, also für Eintracht Frankfurt Verhältnisse ist doch Nikolai Müller ein gestandener Spieler, ich will nicht sagen Star, aber ein gestandener, souveräner bis guter Bundesligaspieler, ja. Was will man mehr, ja? Man hat noch ein, zwei holt man so, die Talente,
Bam, das ist Eintracht Frankfurt, der überträgt man nicht eure Rolle. Ja, vergesst nicht, wo wir herkommen und wo wir hinwollen. Ja, und das ist der einzig richtige Weg. Ja, alle heulen rum, ja, aber die haben uns auch Stars versprochen. Uns wurde doch gesagt, wir haben hier Spieler, die uns angeboten werden. Ja, angeboten. Ja, vielleicht wurde uns auch Ronaldo angeboten. Aus dem Witz, ja, so heraus, ja. Oder was weiß ich, der nächste Ronaldo angeboten, ja. Anbieten kannst du viel, ja. Das ist, was im Endeffekt raus auf dem Platz steht am Anfang der Saison. Das ist entscheidend. Anbieten kannst du viel, ja. Und alle machen so ein Fass auf, weil wir 30 Millionen haben zur Verpflichtung. 30 Millionen sind ein Furz heutzutage, ja. Und besser anlegen kannst du nicht, als das momentan meiner Meinung nach passiert bei Eintracht Frankfurt. Ja, deswegen großen Respekt an Bobic und Hübner und Manga und die ganzen anderen Menschen. Und alles wird gut. Ja, ey, ich muss jetzt los. Gerne wieder in Diskussion. Wir diskutieren dann einfach, ja. Ansonsten, wenn Plazenta kommt, Patienten. Ich sehe hier die ganze Zeit, Frankfurt steht vor Patienza-Verpflichtung. Ich lese die ganze Zeit Patientenverfügung. Ich weiß nicht, ja. Egal, die Patientenverfügung kommt. Ich bin froh. Ja, ich bin guter Dinge. Positiv, ja, positiv. Und spielt auch häufig hängende Spitze, ja. Das ist also perfekt, um entweder mit Haller oder Jovic zu harmonieren, ja, wer weiß. Wir werden sehen, kommen neue Videos, ganz einfach. Das war das erste Video mit der GH5S, geiles Ding, ja. Ich muss noch die Qualität einstellen und das Licht alles noch machen, ich habe jetzt schnell, ich habe 20 Minuten, ich muss los, ja. Aber egal, ich sehe mich, es bricht nicht ab, ich laber hier 35 Minuten, liebe Leute, Burnout TV geht in eine neue Zeitrechnung, das wird Weltklasse. In dem Sinne, haut rein, ciao, ciao und alles wird gut. Wie drücke ich jetzt, verdammte Scheiße, ja.